So, bevor ich jetzt weiter hier alle einzelnen Dinge erkläre, docken wir erstmal ab und suchen uns einen Ort, wo wir unser Erz verkaufen können. Und während wir dahin fliegen, gehe ich einfach nach und nach die weiteren Punkte hier ab. Also drücken wir wieder Punkt und gucken, wo wir das verkaufen könnten. Das ist am Anfang mit am schwierigsten, denn wenn ich jetzt hier stehen habe Reimwerk, dann sagt mir das ja nicht unbedingt, was für Ressourcen das braucht. Ich kann zwar raufklicken und U drücken, dann wird hier aufgelistet, was ich brauche, aber es gibt sehr viele verschiedene Stationen. Und bei jeder Station dann zu gucken, was sie brauchen und was nicht, ist am Anfang doch ein wenig abschreckend. Aber da muss man mit der Zeit durch. Denn man muss halt wissen, welche Station was produziert und was braucht, um ordentlich Handel treiben zu können. Außer man spezialisiert sich auf einige Produkte. Ich habe zum Beispiel am Anfang ein Imperium aufgebaut, nur dadurch, dass ich Erz gekauft habe und irgendwo anders wieder verkauft habe. Das werde ich jetzt auch wieder ähnlich machen. Deswegen weiß ich, wo kann ich Erz kaufen? Nur in der Erzmine. Wo kann ich es verkaufen? Hier nicht. Also in keiner dieser Stationen könnte ich mein Erz loswerden. Oh doch, Torpedos. Informationen? Ja, die brauchen Erz. Sogar als primäre Ressource, aber deren Lager ist proppevoll. Da könnte ich vielleicht ein, zwei Erzbrocken verkaufen, aber zu einem tierisch lausigen Preis. Aber ja, Waffenproduktionskomplexe brauchen meistens Erz. Ich glaube, manche brauchen noch Silizium, beziehungsweise brauchen nur Silizium statt Erz. Aber das sind recht wenige. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier an, wohin die anderen Sprungtore führen. Wir könnten nach Argon Prime, das ist das Zentrum des Argonischen Reiches. Wir könnten ins Energiezirkulum, ins Rote Headquarters oder in Wolkenbasis Nordwest. Ich weiß, dass in Argon Prime recht viele Stationen sind, die Erz brauchen. Also markiere als Ziel. Drehe mich da mal hin und mache Zeitverzerrung an. Was die Station angeht, ist es aber nicht so, dass dieselben Stationen immer da sind, wenn man ein neues Spiel startet. Es gibt ein Skript, das im Hintergrund arbeitet, das nennt sich GOD, also GOD, das englische GOD. Und das baut relativ willkürlich Stationen auf und ab. Also ja, es ist eigentlich nicht willkürlich, es geht darum, wie oft Stationen angeflogen sind, wie sie sich rentieren und dergleichen. Je nachdem werden dann halt Stationen gebaut von der KI. Aber in Argon Prime sind eigentlich immer die wichtigsten Stationen da, weil es halt das Zentrum von dieser Rasse ist. Jedenfalls eines der Zentren. Das kann man auf der Universumskarte, die man mit Komma öffnet, ganz gut sehen. Hier sieht man nämlich, wir haben nur unseren einen Sektor bisher, welche Rasse zu diesem Sektor gehört, in unserem Fall Argonen, und was für eine Sicherheitszone das ist. Das ist ein zentraler Sektor. Es gibt auch noch Grenzsektoren. Und das, wo wir jetzt hinfliegen, ist quasi die Heimat. So, Sensor wieder aktiv. Und je nachdem, was für einen Sicherheitsstatus das hat, darf man auch überhaupt erst in die Zone rein. Also wenn wir jetzt keinen so guten Status hätten, wie wir jetzt haben, würden wir, sobald wir den Sektor betreten, gleich eine Meldung bekommen: Bitte halten Sie von diesem Sektor fern. Wenn Sie das innerhalb von einer Minute nicht machen, öffnen wir das Feuer. Auch sehr charmant, aber ja, das kommt vor. Da muss man auch drauf achten. Das ist auch mit ein Grund darum, warum ich erstmal einen schönen Pazifisten spielen will und keinen Piraten. So werden wir nämlich nach und nach bei jeder Rasse beliebt, weil wir die im Handel treiben. Also jedem Waffen verkaufen, um den anderen abzuschießen. Und so können wir halt überall unbeschadet hinkommen. Und unsere Finger ausstrecken. So, wir sind jetzt in Argon Prime. Ich mache jetzt mal wieder Punkt für die Sektorkarte. Und wie ihr sehen könnt, sieht man nichts. Also fast nichts. Wir sehen nur diesen einen Produktionskomplex und keine anderen Stationen. Wenn ich die Karte aber mal wegmache, sehen wir jetzt optisch da hinten noch eine andere Station, da noch eine, da ein Titan, das sind riesige Kriegsschiffe, und da hinten noch weitere Sprungtore. Aber wenn ich wieder Punkt drücke für die Sektorkarte, tauchen die hier nicht auf, weil unser Radar nur eine beschränkte Reichweite hat, das ist dieser Kreis hier. Das heißt, wir müssen jetzt manuell einmal durch den Sektor fliegen, um jede Station einmal gesehen zu haben, und dann taucht er hier in der Liste auch auf. So, das will ich aber nicht. Jedenfalls erstmal nicht. Ich will erstmal gucken, ob die da unten Erz brauchen. Info. Sie brauchen Erz, ja, aber die Lager sind auch recht voll. Schade. Was ist das da? Also ich weiß, die Station da hinten ist ein Shipyard, also ein Schiffswerft. Da kann man Raumschiffe kaufen. Dafür haben wir noch bei weitem keine Credits für.
Aber ich glaube, das da sind Waffenproduktionskomplexe. Das heißt, ich fliege mal in ungefähr die Richtung. Mit, wie gesagt, nur 75 Meter in die Sekunde. Deswegen ist der Discoverer so wichtig. Das heißt, sobald man ein paar Punkte hat, wo man an- und verkaufen kann, wechseln wir auf den Discoverer und entdecken erstmal alle Sektoren. Damit wir genau sowas wie jetzt nicht durchmachen müssen. So, abbremsen. Stopp. Oh, das ist ein Ausrüstungsdock. Da können wir unser Schiff aufmotzen. Aber da haben wir erstens keine Credits für. Wir haben nur 22 Stück. Und zweitens wollen wir erstmal unsere Ladung verkaufen. Also schauen wir weiter. Da hinten ist noch eine Station. Und ein Sprungtor. Wir müssen unbedingt bessere Scanner kaufen. Also es gibt noch Duplex-Scanner, die verdoppeln die Reichweite. Und dann gibt es Triplex-Scanner. Die sind aber nicht hier bei den Agronen zu bekommen. Dazu müssen wir zu den anderen Rassen reisen. Leichte Waffen, das klingt doch gut. Wir hätten gerne Informationen. Hier braucht man Erz und das Lager ist zu 30% gefüllt. Da docken wir doch mal an. Werfen Sinzer an. Und hoffen, dass keiner vorher da was verkauft. Na, da dockt gerade ein Schiff an. Aber das Schiff hatte als Symbol nur so einen kleinen Punkt. Nicht so einen langgezogenen Streifen, wie wir haben. Das heißt, es wird kein Transporter gewesen sein, sondern einfach nur irgendein Zivilschiff. Und dann vergleichen wir gleich die Preise. Wir hatten es, glaube ich, für 73 Credits pro Stück gekauft. Das heißt, sobald der Preis über, sagen wir mal, 100 ist, könnten wir es wieder mit einigermaßen Profit verkaufen. So. Leitlichter hoch. Und dann gucken wir mal. Handeln. Erz, 159. Das ist doch schön. Jetzt machen wir das gleiche rückgängig, wie wir vorhin gemacht haben. Vorhin hatten wir einfach hier hingeklickt. Genau, und haben es dadurch auf das Schiff gebracht. Wenn wir es jetzt vom Schiff zurückbringen wollen auf den Markt, müssen wir halt hier links hinklicken. Da wird das Ganze so dunkel. Alternativ könnten wir das Ganze auch nach links mit der Pfeiltaste verschieben. So viele, wie wir halt verkaufen wollen. Aber wir wollen alle verkaufen. Und dann entweder OK oder Enter. Tada, schon haben wir 19.579 Credits. Wir haben angefangen mit 9.000. Das heißt, durch diesen einen Trip haben wir jetzt gerade 10.000 Credits verdient. Normalerweise könnte man noch gucken, was die Station denn verkauft, wo man gerade seine eigenen Ressourcen verkauft hat. Damit man dann von hier aus was einkauft und dann woanders gleich weiter verkaufen kann. Aber hier werden nur Waffen produziert. Die dauern irre lange, bis sie produziert werden. Die sind auch recht teuer, also wir könnten uns nicht mal eine einzige davon leisten. Und die sind rot schaffiert. Das heißt, wir können sie gar nicht kaufen, weil unser Ruf noch nicht hoch genug ist. Die trauen uns halt noch nicht mit ihren Partikelbeschleunigerkanonen und ihren Phasenrepetiergeschützen. Die denken, wir würden damit Unfug anstellen. Aber gut, wir docken wieder ab. Beschleunigen. Und docken jetzt mal nicht an dem Ausrüstungsdock an, sondern wir fliegen da recht nah dran. Und parken dann erstmal davor. Und in der Zwischenzeit klicken wir wieder hier auf meinen Besitz. Klicken auf unseren Aufklärer, der die ganze Zeit in Herons Nebel rumgesessen hat und nichts getan hat. Und sagen Kommandos, Kommandokonsole. Dann haben wir hier eine Übersicht von lauter Einstellungen, die man machen kann. Also welche Gegner er angreift, ob er von irgendjemandem Flügelmann ist. Dass wir Kommandos er allgemein noch extra haben soll. Und dergleichen. Aber hier oben können wir auch sagen, Navigationsbefehle. Und du sollst an mein Ziel docken, irgendwo besonders andocken, zu einem bestimmten Sektor fliegen, mir folgen und so weiter. Wir würden jetzt gerne, dass du Docke an mein Ziel anmachst. Mein Ziel ist das argonische Ausrüstungsdock. Jetzt klicken wir hiermit wieder zurück und sehen auf der Übersicht, dass er momentan im Weltall ist, in Herons Nebel. Er ein Ziel hat, nämlich das argonische Ausrüstungsdock in dem Sektor Argon Prime. Und hier ist der Befehl. Docke an dieser Station. Das passiert jetzt nebenher. Also während wir jetzt da hinfliegen, fliegt unser Schiff in dem anderen Sektor hierher. Ich kann einfach mal auf die Universumskarte klicken mit Komma und dann hier oben zu Herons Nebel. Dann sehe ich hier, wie unser Discoverer langsam Richtung Süden fliegt, zu dem Sprungtor, um zu uns zu kommen. Das heißt, es werden alle Sektoren gleichzeitig gerendert.
also nicht gerendert, man sieht die Grafik nicht, aber sie werden berechnet. So, das heißt, wir warten jetzt einfach hier, Beschleunigung runter, Maus halt runterdrehen und schmeißen den Sinzer kurz an, um dann zu sehen, wie unser Discoverer gleich hier aus dem Tor geflitzt kommt. Das müsste recht schnell gehen, weil Discoverer, ich glaube, eine doppelte Geschwindigkeit schon kann, wie unser Merkur, und man kann ihn noch weiter aufstufen. Das kostet aber wieder Credits. Momentan brauchen wir die Credits ja noch, um schön ein- und verkaufen zu können. Denn bei diesem Trip, wo wir jetzt 10.000 Credits verdient haben, konnten wir ja nicht mal ein Drittel von unserem Laderaum voll bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt zu denselben Erzminen zurückgehen mit unseren 20.000 Credits, dürften wir schon über die Hälfte kommen. Und nach ein, zwei Trips kriegen wir einen vollen Laderaum und dann ist so eine Hin- und Her-Geschichte schon mal 50.000 bis 60.000 Credits pro Hin- und Zurück. Was sich dann schon wesentlich mehr rentiert. So, da ist unser Discoverer. Er fliegt mit 118 Metern die Sekunde. Ja, das ist doch nicht so schnell, wie ich dachte. Aber immer noch schnell genug. So. Diese Zeitbeschleunigung wird automatisch abgebrochen, sobald ich mich bewege, wie eben gerade. Oder sobald ich irgendeine Taste drücke. Ich kann jedoch, ich mach's nochmal an, einfach hier rüber in die Sektorkarte schalten, dann wird es nicht abgebrochen. Das ist ganz praktisch, wenn man mal länger warten muss und nicht immer wieder aktivieren und deaktivieren möchte. Aber gut, jetzt wollen wir da docken. Denn ich möchte in meinen Discoverer steigen. Um dann mit dem Discoverer hier erstmal alles aufzudecken und hoffentlich mit meinem Merkur das Ganze ferngesteuert machen zu können. Dafür müssen wir uns wahrscheinlich aber noch ein wenig Ausrüstung kaufen. Müssen wir schauen, ob wir das Geld gleich dazu haben. Aber ich denke, das müsste hinhauen. So, hoch mit dir. Also, unser Discoverer ist jetzt hier schon angedockt. Wir docken auch gleich und dann können wir innerhalb der Station zwischen unseren Schiffen hin und her tauschen. Das könnten wir auch im All machen, aber da ist es ein wenig komplizierter. Im Namen des Präsidenten und Senators der Argonen heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord. So, wir gehen hier auf den untersten Reiter, gehen auf gelandete Schiffe und wählen hier unseren Discoverer aus. Klicken drauf, erweiterte Option, Schiff wechseln. Wir hätten auch einfach hier draufklicken können und dann X drücken. Aber wie gesagt, der Übersichtshalber mache ich es hier noch einmal. Schiff wechseln. Schon sitzen wir hier in unserem Discoverer. Jetzt möchte ich mit dem Discoverer hier Handel betreiben. Und hier können wir jetzt jede Menge Waffen, Ausrüstung, Schild und dergleichen kaufen. Was mir aber erstmal wichtig ist, ist Handelscomputer-Erweiterung. Da sieht man jetzt nur einen Preis und dass es hier noch nicht installiert ist und ein Bild dazu. Es sagt aber nicht, was es macht. Das fand ich beim ersten Mal spielen sehr irritierend, weil woher soll man wissen, was man überhaupt braucht? Deswegen drückt man jetzt U und bekommt dann Informationen zu dem Ding. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, wenn ich das einfach so ausprobiert hätte. Aber gut. Mithilfe dieser Erweiterung können Pilote detaillierte Preisinformationen von Fabriken und Raumstationen abrufen, ohne dort zu landen. Es kann für einen Händler sehr nützlich sein. Ja, das ist wohl wahr. Aber 9.000 Credits. Das wird eng. Na gut, kaufen wir uns. Zack. Jetzt haben wir in unserem Discoverer diese Handelserweiterung. Ich hoffe, das war das Richtige. Ich gehe jetzt mal auf meinen Besitz, gehe zu meinem Merkur, sage Kommandos, Kommandokonsole, Navigation, docke an, gehe auf einen anderen Sektor und sage ihm da, dock bitte an der Erzmine M-Alpha an. So. Momentan kann ich noch nicht gucken, wie die Preise in diesem Sektor sind. Ich gehe mal hier drauf und dann auf die Galaxiekarte, wieder auf Herons Nebel. Wenn ich jetzt hier Erzmine im Alpha anklicke und Info drücke, sehe ich nicht, wie voll deren Lager sind, weil ich kein Schiff und keinen Satelliten in deren Sektor habe. Aber wenn der Merkur da gleich eintrudelt, dann werde ich das sehen und kann dann sagen, okay, dock an der Mine an oder an der oder an der. Das geht auch nur mit der Software, die ich jetzt installiert habe. Hätten wir die Software nicht gekauft, hätte ich das Ganze gar nicht machen können. Was natürlich recht ärgerlich wäre. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, ich muss schon wieder aufhören. Also speichern wir mal kurz ab. Spiel speichern. 3,
und wir sehen uns gleich wieder.